herzlich willkommen zurück zu Terranigmar auf dem Super NES. So, liebe Freunde, da wir ja letztes Mal die Dinge gemacht haben, die ja, Sidequests sind, und ich glaube, wir erstmal nicht weitermachen können, Sidequests, wobei ich mir nicht sicher bin, gehen wir diesmal wieder zu über und machen ein Stage. Und falls meine scheiß Katze mich lässt. Kleinen Moment. Gut, vielleicht muss ich ein paar Mal aufstehen, macht euch nichts draus. Ja, weiter geht's. Und draußen schneit's, das ist schön. So. Ah. Habe ich das schon ausgeplündert hier? Ich weiß auch gar nicht, ob wir... Hatte ich Mu denn schon? Ja, hier waren wir schon. Wir müssen schauen. Gut, hier müssen wir vorsichtig vorbeigehen. So, jetzt gehen wir erstmal in unser Boot. Wenn ich jetzt noch müsste, wo Mu ist. Waren wir da schon? Also ich weiß noch, dass wir irgendwo eigentlich sogar noch einen Speer kriegen. Oh, das ging ja flott. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Also ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach. Das wird keine Meisteraufgabe. Hier ist schon mal nichts. Denn wir werden zwei Items kriegen, die man sehr gut brauchen kann. Ja, hier waren wir auch schon. Die beide zwei Werte umkennen. Die eine Angriff und Verteidigung und der andere, ich weiß gerade gar nicht was, aber es ist auch wertvoll. Also die, ich glaube auch, der Angriff geht mega hoch und die Energie sinkt. Gut, anscheinend gerade nicht so vonnöten. Dass wir es nicht kriegen sollen. Gut, Rückseite. Können wir auch nochmal kurz lang gucken. Ach, müssen wir sowieso auch hin, also lohnt sich das noch nicht. Es gibt nämlich noch etwas in Peru zu erledigen. So, okay. Geht's einfach weiter zu unserem nächsten Auftrag. Oh. Ja. Immer schön morgens im Schnee. Ein geiles Spiel zu spielen. So, das ist jetzt, wo wir hin müssen. Der Hafen hier natürlich nicht. Neben die Landebahn, die wir gerade gesehen haben, wo ich letztes Mal auch schon abgehoben habe mit dem Flugzeug. Ich glaube sogar hier gab es der Gourmet, der gibt einem, glaube ich, was dafür, dass man ihm... Ich weiß es gerade gar nicht. Touristikzentrum. Ah, da war ich da drin. Das können wir nochmal kurz ausprobieren. Vielleicht hatte ich den... Okay, so, das haben wir abgegeben. Irgendwo muss hier, glaube ich, dieser Gourmet-Wichser sein, dem wir alles Mögliche bringen können. Ja, genau. Das können wir nochmal schnell machen, kleiner Sidequest. Fällt mir jetzt nämlich gerade ein und der Typ, der will, glaube ich, auch Wein und so eine Scheiße probieren. So, dann verwickeln wir uns schon wieder in Scheiß-Sidequest, ist aber auch egal. Das dauert eine Minute. Wo war er denn hier oben? Und dann geht's direkt ab nach, ja, ihr werdet euch wundern.
Okay. Okay, dann halt nicht. Dann steckst du dir in den Arsch. Und der andere muss halt sich aus dem Arsch rausziehen, was weiß ich. Für uns geht's jetzt weiter im Takt. Also ich glaube, wir haben alles erledigt eigentlich. Ich werde natürlich bei der Landebahn, wo wir jetzt hin müssen, natürlich Probleme haben. Wie steige ich denn nochmal? Ich weiß es gar nicht. Aber wir sind auch schon da. Wir sind in Grönland. Wow. Und hier gibt es auch noch eine Menge zu holen. Aber dazu auch später. Und wir sind nicht da. Ich wollte gar nicht nach Grönland. Ich wollte ganz woanders hin. Ich wollte nämlich nach Russia oder auch Siberia. Genau. Denn die sind so geile Typen. Pass mal auf. Du, ja? Ja? Okay. Vielleicht aber auch nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch. Eigentlich sollte hier... Eigentlich sollte hier was sein, was irgendwie nicht da ist. Oder fliege ich hier gerade falsch? Ah, hier sind wir doch. So. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man singt. Wow. Komm schon, lande. Du scheiß Flugzeug, lande. Kann sich nur um Jahre handeln. Okay, komm schon, lande doch einfach, Mann. Okay. Ah, okay, da haben wir's. Ja, hat sich nur ein paar Lichtjahre gehandelt. Ja, jetzt müssen wir in Siberia sein, genau. Also nicht, wir sind nicht in Sibirien, aber wir sind jetzt wohl in Russland, so. Und wir sind in Moskau. Und wenn wir uns in Moskau umschauen... For more about Beruga, go to Disciples' Quarters. You will come to understand Beruga's greatness. People will be freed of all pain. Even death will be powerless. Ja, hier in Moskau laufen eine Menge wunderlicher Knaben rum. Ist wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, ist wie in echt. Das machen wir natürlich Feinde. Nein, ich bin kein Rechter. Ist nur Spaß. Also wenn die da alle in Kuckucksklan-Kutten rumlaufen würden, dann würde ich echt Panik kriegen. Ansonsten könnte man sich die Stadt ja nochmal angucken. Domizil. Do you seek Berugas word? Ja, machen wir. Nur das nur mal so gesagt zu haben. Then enter the back room. A disciple execute you. Okay, aber bevor wir das machen, ich weiß gerade gar nicht. Nicht, dass wir hier dann irgendwie gleich wieder raus müssen, ohne dass wir es wollen. Hier gibt es auch einen Shop. Da ist er. Und eine Speichermöglichkeit gibt es auch. Red Armor will fill you with strength. Ja. Oh, das müssen wir vielleicht mal auffüllen. Hier war... Fehlen nur zwei. Naja, ist ja egal. Ja, wir werden einfach alles ein bisschen auffüllen. Ich glaube, das ist immer ganz sinnvoll. Holy Water. Red Armor, 6600. Ja, egal. Was soll's, ne? Man lebt nur einmal. Nein, brauche ich nicht. Ich bin voll sozusagen. So. Und dann können wir uns mal anschauen, die rote Rüstung.
Moment, sind wir gerade auf der C-Mail, die natürlich haben wir gerade erst gekriegt, die ist natürlich Bombe. Das Ding hier, das geht nur einen hoch. Aber habt ihr gerade gesehen, die Energie ist beträchtlich runtergegangen. Das hat damit zu tun, dass Werte vertauscht werden. Also alles, was ich verliere, ich glaube 50 Energie oder 90, nee, 100 Energie, glaube ich sogar. Dafür habe ich aber 13 Angriffspunkte mehr und die zählen hier. Also wenn du 13 Punkte mehr in Angriff hast, dann hier macht das viel aus. I'm going to be a white disciple. When I grow up, help Beruga. Ja, dann mach doch, du Pandapenna-Sohn. Those in white are white disciples who directly serve Beruga. It's a great honor to be chosen white disciple. Ja, bla bla bla. So, wir haben aber noch ein paar Häuser vor uns. Die müssen wir noch alle angucken. So, next. Oh, hier sind auch normale drin. Ja, Beruga wartet auf die Burg, die er gerade aufbauen lässt. Das heißt wahrscheinlich, damit er da einziehen kann. Wenn die Zeit kommt, dann sollte er wieder auferstehen, um seine Gläubigen zu stärken. Ich habe keine Angst. Ich habe den totalen Glauben in Berugas Worte. Beruga stellte fest, dass ein Alter, wenn er sich nicht länger... Ja, irgendwie, dass er mit dem Tod eins wird. Sorry. Das war mir mal wieder eine Sprechblase, die total undurchsteigerlich war. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr könnt das ja lesen. Und wenn ihr besser seid als ich, dann könnt ihr das toll übersetzen. So, hier findet man einen Kristall. Sehr schön. Was haben wir eigentlich für Magie? Okay, wir haben von allem was. Wollen wir nur hoffen, dass wir es auch benutzen können. Wisst ihr noch, beim letzten Endgegner, da waren wir ein bisschen am Arsch damit. Ding, ding. Ding, ding. So, jetzt wollen wir uns aber hier mal in dieses Kuckucksclan-Büro begeben. Da hatten wir drüber gesprochen, Kollege. Oh, jetzt hier. Please line up and hear the great words of Beruga. Ja, line up. Okay, was heißt das hier? Hier. Ja. Beruga. Once won a Nobel Peace Prize for new biotech technologies. Also er hat einen Preis für neue Technologien im biologischen Bereich bekommen. He perfected DNA engineering to fully cure recurring diseases. Also er hat den perfekten DMA-Strang erfunden, um ja vollkommen Krankheiten, alle Krankheiten zu heilen. Ja, weiter. Since then he dedicated himself to study of immortality. Und seitdem, ja, bemüht der Knecht sich halt darüber, die Unsterblichkeit zu erfinden. Jetzt überlegt euch mal, stell mir vor, wir wären alle unsterblich. Alter, was geht? Wir sind jetzt schon überbevölkert. Stell dir mal vor, was dann wäre. All humans shun silence and fear the dark. Alle Menschen, dass alle Menschen die Dunkelheit und die Stille fürchten, ist ja logisch. Warum? Why? Because they all fear death. Warum? Ja, weil sie alle den Tod fürchten. Eine Regel hat mal gesagt, dass Menschen weinend geboren werden. To die and for a new life to be born come with unimaginable pain. Mit unendlichem Schmerz geboren werden. Wenn alle unsterblich sind, when all are immortal, change will cease and peace will come. Also wenn alle unsterblich sind, ja, dann ist das alles vorbei und es wird ewiger Frieden einkehren. Beruga
wird diese utopische Welt kreieren. Beruga ist jetzt eingesperrt in so einer Kryo-Schlafmaschine, Kryo-Eis-Schlafmaschine. We shall soon awaken this world. Ja. Und wir werden diese Welt, von der komische Kuckuckslang, Knie ich gerade geredet hat, bald kreieren. Let us pray for that day. Also beten wir für den Tag. Okay. Ich muss mal ganz kurz gleich diese Missgeburtenkatze rausschmeißen. Weil ansonsten haben wir bald arge Probleme mit der Aufnahme. Eigentlich könnte ich das jetzt machen, weil die Aufnahme dauert 15 Minuten. Das mache ich auch. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.